so ein Stress. Autofahren ist richtig stressig. Das war 24. Dezember. Mhm. Da ist auf. Will ich ein bisschen Gas geben, dass du die. Wer ist die Straße? Konrad-Adenauer Straße? Ist das diese Schnellstraße? Auf jeden Fall da ist einer um die Ecke geschossen, wollte halt Richtung St. Marien-Krankenhaus fahren und ist so schnell um die Ecke geschossen und die Straßen waren halt eben glatt bzw. nass. Das heißt Aquaplaning und dann ist sie auf die komplett andere Seite geschossen. Hat erstmal das Schild umgemäht. So, und ihr habt das gesehen, oder? Ja, wir standen an der Ampel, auf einmal schießt er das weg. Der Prüfer würde jetzt sagen, wir wollen in der nächsten Ausfahrt die Autobahn verlassen. Okay. Ja, da musst du dir immer überlegen, lohnen sich jetzt noch Überholmanöver? Kann ich die abbrechen? Wo habe ich eine Lücke? Wo kann ich rüber? Also wenn du quasi in seiner Position wärst, ne? Der Prüfer sagt, jo, wir wollen nächste Ausfahrt runter. Würde ich jetzt sagen, Blinker an, rechts rüber und alles gut. Dass du da nicht zu lange mit dem Eiers einfach, ne? Gut, nimm ruhig beide Hände wieder. Und bei 300 Metern hast du auf der Autobahn immer so eine Barke. Aha. Da kannst du dann anfangen zu blinken. Okay. Muss ich noch ein bisschen Gas geben, ne? Du kannst ja an den dran bleiben. 300 Meter Barke siehst du. Schön locker hier rechts drauf. Bremsen auf wie viel? 50. Das ist eine gute Idee. Kontrolliere das auf dem Tacho, damit du weißt, du musst noch eine Menge bremsen. Dann Kupplung und dritte Gang. Und noch ein bisschen bremsen. Gut, reicht. Und dritte Gang einfach. Genau. Cool. Nächste Ampel fahren wir rechts. Hast du da auch noch eine Ampel daneben quasi, ne? Da kann der grüne Pfeil angehen. Ah, okay. Einfach beobachten. Ein bisschen Glück. Gerne. Juhu. Direkt zwei. Was ist ein Stress? Autofahren ist richtig stressig. Automatik ist halt Schokolade, ne? Da kannst du ja ganz easy fahren. Dritte Gang schon. Hast du erstmal ein bisschen Ruhe. Ampel ist auch schön. Dann jetzt Kupplung und bremsen. Dann locker dahin bremsen. Quasi wieder bis auf die Linie. Und mit dem Gefühl. Mit dem Gefühl. Wieso, das war doch super gefühlvoll. Schon. Ich weiß gar nicht, was du hast. Und das ist, das sage ich auch immer der Annika, das ist wichtig, Gefühl ist eine Interpretationssache. Das jeder empfindet das anders. Das ist wahr. Ja, die nehme ich manchmal, sagt ich ja gemein. Also ich bin gar nicht gemein. Ich dritte Gang. Und dann guck mal die nächste Ampel. Genau. Dann kannst du halt eine Entscheidung treffen. Zweite, ja. Nicht dritte. Dritte schafft das nicht. Aber zweite, weil du über 10 bist. Nee, das ist der vierte. Shit. Da ist er. Also über 10 kann ich immer. Im zweiten bleiben. Im zweiten bleiben? Also im zweiten. Achso. Über 10 kannst du im zweiten bleiben, ja. Okay. Gleich die zweite, schräg da geradeaus wieder raus. Kupplung und zweite Gang für den Kreisverkehr. Sieht ja ganz gut aus. Einfach Kupplung wieder los. Ein bisschen, genau.
sei ein bisschen flexibler und schneller mit deinen Augen. Okay. Dann hier wieder raus. Nee, der war nicht drin. Nochmal, komm nach oben. Und gerade nach oben. Ich glaube, die war nur so halb gedrückt, dann ist nicht so ganz. Kann man nicht ganz durch. So, ja, du kannst jetzt hier 70 fahren, aber wenn du mal nach da vorne guckst. Ist nur jetzt eingestellt. Si, Senor. Jo, vorne siehst du ja die Ampel. Einfach beobachten. Geschwindigkeit halten, weil die jetzt schon so lange grün ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer höher, dass sie irgendwann jetzt gleich das macht. Ich ein bisschen fester bremsen. Das ist jetzt wirklich ein Gefühl von runtergebracht. Das habe ich jetzt auch ganz viel Mühe gegeben. Das hat auch funktioniert. Das hat auch funktioniert. Bei allem anderen hat der Prüfer halt den Cappuccino in der Nase. Das war seine Nase. Ich kann sagen, dafür kann ich dann ja nichts. So, kein Cappuccino trinken. Soll ich die Gefäße anschnallen? Wenn du das absehbar wieder ist, dass das länger gerade ausgeht, kannst du gerne wieder auch kurz den Tempomat andrücken. Und dann musst du, also jetzt hast du es ja gemacht, jetzt weiß ich das, aber der Prüfer musst du dann auch wieder Bescheid sagen, weil der Prüfer das nicht mitkriegt. Ne? Okay. Weil ich quatsch ja mit dem über, keine Ahnung, seine Socken, Urlaub, ja. Hund, Haus, Katze, Kegel. Erzähl dir mal irgendwas. Irgendwas, wir labern einfach und dann kann es sein, dass er gar nicht mitkriegt, wenn du den Tempomat anmachst. Ja. Das heißt, wäre gut, wenn du sagst, ich habe ein Tempomat angemacht, dann sagt er, jo, alles klar, Haken dran. Da geht es nur, dass du so ein kurzes habe ich gemacht. Okay. Brauchst du auch nicht immer. Sondern einfach das ein, zwei Mal benutzen, reicht ja schon. Genau. So, da kommt gleich ein Bahnübergang, das heißt, du musst mal wieder die Show seines Lebens machen. Ja, das ist dann schwierig. Immer mental zügeln. Ich immer denke so, ob da jetzt ein ICE kommt. Aber es ist wichtig, dass du das machst. Anbremsen. So. Ein Traum, ein Zug, und wieder Gas. Wer hätte es gedacht? Also, ich meine, das war jetzt. Ja. Ich habe aber letztens gehört, dass es auf der Bockerstraße, glaube ich, in Lünen tatsächlich so war, dass die Schranken nicht funktioniert haben. Aber es ist wohl nichts passiert. Aber die Züge kriegen doch dann auch Bescheid. Die brettern da doch auch nicht mit irgendwie 110 km/h durch die Gegend, genau. Oder? Die müssen dann sich auch zwischendurch melden, genau. Die können da auch nicht einfach durchballern. Das geht ja auch nicht. Sag mal, was ich mich heute Morgen gewundert habe. Rudolfner Gellstraße. Ja. Sagt dir das was? Ja. Da, wenn du Richtung, ist ja dieses Wohngebiet. Ja. Ist das ein abgesenkter Bordstein oder ist das, wenn du in dieses, das ist ja diese Kreuzung, auch zum Kindergarten und zum Gymnasium, ist das ein abgesenkter Bordstein Richtung Wohngebiet oder nicht? Ja, also da ist ja eh ein Stoppschild aus dem Wohngebiet raus. Ja. Das heißt, vorfahrtsberechtigt sind die nicht. Okay. Jetzt guck mal, schaltest du bei 40 in dem vierten Gang, kannst du machen. Ja. Aber da kommt nichts. Ah. Du musst dann gedrückt halten jetzt, bis er so langsam in Wallung ist. Mhm. Und dann irgendwann jetzt so langsam merkst du, dass er da Power hat. Ah, okay. Daran merkt man übrigens ein Auto mit Turbolader. Irgendwann, wenn du die richtige Drehzahl erreicht hast, dann, hopp, dann fängt er an zu ziehen. Vorher nicht so. Bremst ruhig fest an. Doch, das passt dann, alles. Ein Traum, guck mal, er ist sogar ein bisschen nach vorne gerollt. Ich hatte ein bisschen Angst. Ja. Hätte ich aber auch. Ich habe den Bordstein vor Kopf, also vor Augen. Aber ich weiß nicht, wie der richtige Bordstein, ob der rumgeht oder nicht. Guck ich mir morgen nochmal an. Dann kann ich es dir morgen sagen. Ja, man kann den zweiten auch bis 50 hochziehen, das geht. Ich hätte lieber den dritten nehmen sollen. Ja, okay. Ja, genau. Genau. Weil dann hättest du jetzt schon den vierten nehmen können. Weil es ja 70. Bis der Ampel siehst du. Guck mal, wenn du jetzt ein bisschen fester bremst. Nicht, dass entweder Panik bekommt, dass ich hier hinten. Ach, Quatsch. Schön locker.
Boah, das war fast locker. Direkt zweiter Gang. Das war nicht locker. Entschuldigung. Das ist gut. Ich habe einen stabilen Nacken. Dritter Gang. Die Übergänge sind nicht gut heute. Und vierte Gang. Aber besser. Du machst die auch alle allein. Ich chill ja hier. Ja. Und 30 für die Baustelle wieder, ne? Mhm. Ja. 30 in welchem Gang? Im dritten. Nee, zweiten. Ja, zweites, okay. Oder dritte. Eins von beiden kannst du dir aussuchen. Aber das ist auch geil, wenn du eine Mikrowelle im Kofferraum gab. Das ist. Respekt. Wenn man möchte. Der hinter uns freut sich richtig, dass er eine Fahrschule vor sich hat. Emotionale Achterbahn gerade. Nein. So, jetzt geht's los. Volle Bulle hier. Ja, nee, diesmal geht rückwärts. Oh nee, jetzt geht's doch nicht los. Schalte ich erstmal. Ist auch okay. Kann man machen. Kommt nur nicht aus dem Park. Ja. Ich hätte erstmal ein bisschen Gas gegeben, weil okay. Es ein Berg ist. Weißt du, wie beim Fahrrad? Mhm. So ein bisschen trampelt. Ey, wir fahren gleich geradeaus weiter. Mhm. Weißt du, welche Spur das ist zufällig? Recht. Du musst blinken. Spiegel gucken. Genau. Blick halt aus. Dir sein begeistertes Gesicht angucken. Ampel gucken. Bremse und gucken. Weg ist er. Steht er wieder an der roten Ampel. Siehst du? Rotes Auto, rote Ampel. Ihr fand es gar nicht cool, dass sie schon gefahren sind. Ja, gut. Oh, das will man machen. Muss auch mal mit seinem Schicksal leben können. Ist dann halt so. Passiert. Wir versuchen jetzt schon schöne Übergänge zu machen. Mal gucken. Take your time. Ob das funktioniert. Aber dienstags ist mit Fahrschule immer ein Dauertag. Also ich mag Fahrschule in Fahrstunden. Aber dienstags ist sonst immer anstrengend. Nein. Scheiße. Ja, zu schnell. Rücken, jetzt ist wieder an. Ganz, ganz normal nochmal. Okay. Und direkt zwei. Wollten wir nicht schöne Übergänge? Das hat zweite. Nicht funktioniert. Nee, das hat nicht. Ja gut, du wolltest halt zu schnell los. Das kann ich verstehen. Ein bisschen links bleiben. Kannst ja direkt nochmal machen. Ja. Ja. Wir haben Limit schon erreicht. Wie hinter uns wundert sich schon mal. Sportlichste Fahrschule in der Stadt. Alles cool. Einfach beobachten. Kannst nichts machen. Ne? War den 30 nochmal kontrollieren. Das kann man immer mal wieder machen. Versuch da so eine Dreierkombi draus zu machen, dass du mal. Geschwindigkeit guckst, hinten guckst. Dann kannst du wieder nach vorne gucken. Oder andersrum guckst, erst hinten und dann auf dem Tacho, ist egal. Aber dass du nie das eine ohne das andere machst. Okay. Also das ist quasi, wenn du guckst, wie schnell, guckst du direkt auf einmal kurz nach hinten. Okay. Dann wirst du in der Prüfung mit Sicherheit eine extrem gute Beobachtung haben. Nicht, dass ich Angst hätte oder so. Mhm. Siehst du, ein paar haben schon ihre Außenspiegel eingeklappt. Ne? Ich glaube, das ist einfach Erfahrung. Extra für mich, damit ich hier. Siehst du die beiden da links? Von beobachten. Weiterfahren. Beobachten. Ist okay. Ist gut. Passt. Wenn du stehen geblieben wärst, wäre auch okay gewesen, aber musst du nicht unbedingt. Gab es schon mal so Kinder, die sich dann überlegt haben, nee, wir gehen doch nicht über den Silberstreifen in der Prüfung? Dann stehst du halt da und fährst wieder los. Ist okay. Egal. An der Ampel rechts. Check schon, genau. So, Schulterblick. Zweiten Gang haben wir ja noch. Das sieht also alles ganz gut aus. Beeil dich nicht zu sehr. Beobachte links. Ja, Vorfahrt, ne, wenn die kommen. Gut. Schön auf deiner Spur. Cool. War kein Schild. Genau, ruhig dritter Gang. Und dann rechts.
Das ist oh mein Gott. Linker. Schönerbring. Warte. Erst hier. Ah. Da stehen die Prüfer richtig drauf. Ah, okay. Und dann Kupplung und zweite Gang zum Abbiegen. Kupplung wieder lösen. Geschwindigkeit gucken. Nächste Straße links, die ist zwischen dem weißen Auto und der Lücke davor. Mhm. Spiegel jetzt schon gucken. Blinken. Kein Gas. Wenn alles gut geht, kannst du dann im zweiten Gang rein. Ohne Gas und eine Riesenkurve. Füße gehen noch oder? Alles gut. Guck mal, wenn du jetzt hier so rumfährst und du siehst nicht gut und die parkt noch hier in der Kurve, ne? Kupplung. Kupplung. Erste Gang. Dann musst du auch noch Spiegel gucken, dass dich jetzt kein E-Bike überholt und so weiter. Das musst du dann alles immer weiter mit beobachten, weil es kann einer von vorne kommen. Okay. Ist ja noch nicht mal eine Heimatstraße. Und das regelst du besser im ersten Gang als im zweiten. Warum? Ja. Wird ja wohl. Ja, das ist klar. Und wieder ein bisschen Gas. Zweiter Gang. Du kannst von 1 auf 2 direkt so ein bisschen Druck nach links machen. Kannst du einfach okay. So runtergehen. Spiegel wieder gucken. Mhm. Oh, nicht ganz so, ja. Und dann rechts weiter. Spiegel gucken. Blinken. Und bis zur Linie. Dann erster Gang. Und dann tastest du dich langsam rein. Jetzt musst du quasi mit dem Blick nach links. Von hier wirst du noch nichts sehen. Du musst halt schon ein bisschen nach rechts lenken. Langsam, langsam, langsam. Genau das will der Prüfer ja sehen, dass du in der Lage bist, sowas zu erkennen, weißt du? Okay. Guck kurz einmal nach vorne auf unsere Seite hier, ist ja alles cool. Mhm. Dann guckst du wieder nach links und fährst quasi mit dem Blick nach links ganz langsam rein. Bis du sagst, ja, das könnte klappen. Weiter. Spiegel gucken schon. Blinker links. Links. Ja. Schön rum. Ja. Kupplung ruhig loslassen, ne? Ja. Und dann schauen wir rechts. Und dann. Kannst du mir sagen, ob man was sieht oder nicht? Wenn man nichts sieht, weiß er, was man macht. Sieht man was? Wir fahren rechts, ne? Spiegel gucken. Blinker schon. Erster Gang. Nicht stehen bleiben, ganz ruhig weiter rein. So, kann man schon sehen? Ein Traum. Cool, direkt zweiter Gang. Fahren wir links. Mhm. Schon blinken. Schon blinken. Nee, das andere links. Oh Gott, ich. Erster Gang. Ich finde, meine Links-Rechtsschwäche sind. Alles gut. Ein bisschen was muss ich auch machen. Ja. So. Mhm. Ich würde jetzt einen großen Bogen ganz langsam fahren, weil sonst fährt sie da rum. So, okay. Weil sonst hätte das auch gar nicht gepasst, weißt du? Okay. Deine Straßenseite wäre eigentlich die. Ah, okay. So ist sie sehr sportlich, sehr eng auf diese. Das ist die Kupplung. Die brauchst du. Ja. Aber gut gesehen. Ja, Parkverbot 5 Meter innerhalb von Kreuzungsbereichen. Fast eingehalten. Fast. Also, ich finde, macht er gut. Ja. Muss ihm mal einer sagen, wie gut er das macht. Ich finde, dafür sollte er eine Auszeichnung bekommen. Also ich finde schon. Ja, ich zweite Gang. Dann geht's da hinten ja gleich rechts, ne? Mhm. Dafür brauchst du nicht blinken, das ist schon mal klar. Okay. Aber ich glaube, du brauchst den ersten Gang, weil sonst kommst du da gar nicht vernünftig rum. Mhm.
bisschen anbremsen und dann Kupplung will. Kannst du locker hier rumfahren. Der zweite hätte das gar nicht zugelassen, der hätte dich so rübergeschubst. Und dann gleich rechts weiter. Bevor du blinkst. Hier, schön damit. So. So. So, das ist links, also gute Reise, ist egal, ne? Blinker rechts an und dann bleiben wir neben dem Benz quasi stehen auf der Straße. Nach oben, Blinker nach oben. Und neben dem schwarzen Auto bleiben wir hier auf der Straße an dem Gullideckel einfach stehen. Also Kupplung durch. So. Und langsam. Und. Oh. Yes. Okay, nimm mal einen Gang raus. Warte. Mhm. Handbremse ziehen. Mhm. Yes. Geschafft. Wie war's? Gut. Gut. Du guckst ein bisschen skeptisch, das wird ich aber. Ich hatte etwas Angst tatsächlich am Anfang. Echt? Warum? Also meinst du wegen Autobahn oder was? Nee, wegen nachher gucken. Und der Radfahrer da oben hat mich am Anfang schockiert. Ach so. Ja. Also, aber das war doch alles ganz gut. Ja. Also, wenn wir morgen noch quasi die Stunde vor dieser Schaltkompetenzprüfung noch ein bisschen erste, zweite Gang machen, dann habe ich da gar keine Bauchschmerzen. Dann haben wir schon mal ein paar Sachen gemacht und ich habe das Gefühl, also Schaltwagen kannst du dann einen Haken dran machen, das läuft. Okay. Also jetzt noch nicht, aber ich gehe stark, also ich wüsste jetzt nicht, was da schief gehen soll. Ich kann es jetzt nicht bis morgen da wieder alles verlieren, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Ja. Wir tauschen jetzt gleich die Zeynep, kommt nämlich irgendwo hier gleich, hoffentlich, da vorne kommt sie schon. Aha. Und dann fährt sie gleich zurück zu WM, wo auch dein Fahrrad steht. Ah, oh, perfekt. Also nicht, dass du denkst, du musst jetzt von ihr. Nee, ja, alles gut. Okay, cool. Perfekt. Hast du denn irgendwas, irgendwelche Fragen? Nö. No. Okay. Ich auch nicht. Also, war gut. Okay. Nice. Verstehe.